meine lieben Freunde, eine weitere Folge von Odyssey im Auftrag des Königs Branko haben wir hier vor uns stehen. Und da wollen wir doch mal gucken, ob wir dann den geheimen Handel... Moment mal, mit geheimer Handel. Ja, nicht so schnell, Miki. Überhalt in der Nacht... Irgendwas mit 8 Uhr habe ich doch irgendwie... War mir noch was... Ja, nee, das ist alt. Der tote... Moment, der Schatzjäger. Ich habe nicht ganz hochgescrollt, sorry. Anfangsprobleme. So, um 8 Uhr abends soll ich zum Marktplatz kommen. Ich sollte pünktlich sein. Branko scheint mir nicht der Typ zu sein, der geduldig auf jemanden wartet. Wenn ich aber zu spät komme, müssen wir das Treffen eben dann auf den nächsten Abend verschieben. Und dann auf den nächsten Abend, auf den nächsten Abend, auf den nächsten Abend und so weiter und so fort. So kann ich mir das vorstellen. Aber ich möchte es halt eben an diesem Abend machen. Und der Marktplatz wird ja wohl dieserjenige sein, weil hier sind zwei Stände, obwohl bei Osiris und Othello ist es ja auch so eine Art Marktplatz. Ich möchte jetzt aber trotzdem hier nicht so weit weggehen. Das heißt, ich hole mir wieder den Schlafsack raus. Da ist er. Ja, ja, immer wenn sich das Inventar verschiebt, wenn du was verkaufst und oder du irgendwas Neues Nickerchen machen. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie spät wir es haben. Also muss ich leider gucken, wie spät wir es haben. Wie spät haben wir es denn? Jetzt haben wir 16 Uhr. Haha, das ist klasse. Dann kann ich ja nochmal 4 Stunden schlafen. Und dann werden wir gucken, was dann passiert. Oder er meint einen anderen Marktplatz. Aber das werden wir gleich sehen. Hoffe ich doch. So, auch wieder mal vielen Dank für eure Einträge. Und wollen wir mal gucken, was so los ist. Marktplatz, 20 Uhr. Branko, können wir los? Können wir los? Ja, komm. Okay, speichere ich mal lieber. An dieser Stelle habe ich mal einen weichen Übergang gemacht, weil als ich abgespeichert habe, hat das zum allerersten Mal ungewöhnlich lange gedauert, dass er diese Szene abgespeichert hat. Warum, weiß ich nicht. Kann ich euch leider nicht sagen. Das ist mir zum allerersten Mal passiert. Mal gucken, wenn ich nachher nochmal abspeichern sollte, ob dann da das nochmal passieren sollte. Oder ob es nur so ein Einzelfall war. Ich weiß es nicht. Jetzt verfolgen wir mal Branko und wir werden... schauen wir mal, wo er uns hinführt. Der Herr Branko. Branko, immer wenn ich Branko lese, dann erinnert mich das an eine Folge von Bastian Pastewka, also von der Serie Pastewka. Vielleicht kennt das ja einer mal. Oh! Ja, stimmt, da gibt es noch jede Menge Blutfliegen und dann wollen wir gleich mal auch mal gucken, ob wir dann die Wüstenfliegen natürlich, Korrektur. So, dann werden wir natürlich hier ein paar angriffslustige Wüstenfliegen hier mal eben. So, Branko, du bist noch da. Was wollte ich sagen? Ach ja, richtig. In der Folge von Pastewka gab es irgendwie so eine Umzugsfolge oder der Umzug, glaube ich, hieß es. Jedenfalls in dieser Folge schon hat das was mit. Ja, ist gut, ist doch kaputt. Mit dir, du doch Mistvieh. Kaputt. Was will er denn eigentlich? Naja, Branko ist natürlich auch. Oh, ich habe so eine Reichweite hier. Ach, hier ist auch noch eine. Was soll denn das hier? Wieso bist du denn hier so um die Ecke am Kommen? So, da. Na. Sprechen. Nicht zu holen. So, jetzt lassen wir ihm mal was machen. Im Branko, ob ich Punkte kriege. Nee, ich krieg keine Punkte. Was ein Mist! Das gibt's doch nicht! Das muss ich nochmal neu checken. Sorry. Tja, ich musste noch eine Speicherstelle nochmal vorausladen. Weil Branko, wenn der Blutfliegen zerstört, geht das nicht auf meine Experiences, also auf mein Konto. Das heißt, ich muss vorher ja die Blutfliegen erledigen. Tja, das ist halt eben so. Also Branko ist ja nicht mein Gehilfe, was die Wüstenfliegen alles angeht. Aber ich will trotzdem mal halt eben gucken, ob wir die nicht irgendwie
Da ist eine ganz nah. So, komm. Dann ist hier die oder die beiden. Okay. Oh, ich kann die jetzt auch, glaube mal, wohl eher alle schön im Off machen. Weil das sind ja jede Menge, die wir hier haben. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Schaut mal hier, der ganze Horizont ist voller Wüstenfliegen. Also mache ich das mal im Off. Ja, mir ist aufgefallen, hier gibt es jede Menge Sumpfkraut zu holen. Das nur so als Zwischeninfo. Gut, okay, dann machen wir hier mal wieder ein paar Wüstenfliegen kaputt. Und später mehr. Also nochmal hier in diesem Feld jede Menge Sumpfkraut. Jede Menge. Und ein paar Blauflieder gibt es auch. Das ist wirklich ertragreich hier. Jetzt schaut euch das mal an, auf was ich hier gestoßen bin. Also auf Sklavenjäger, Bluthunde. Und da ist ja noch eine Quest offen, wo es heißt, dass in der Oase es Sklavenjäger und Bluthunde gäbe. Aber das ist ja hier nicht die Oase, ne? Ja, dann müssen wir da auf jeden Fall mal kurz... ich habe gespeichert, bevor wir hier die ganzen anderen Kräuterchen hier looten. Ja, da ist schon einer. Oh, ja. Oh, der kann aber ganz schön... Ach ja. Okay, Sklavenjäger Bluthund. So, immer kurz gucken. Die haben ja auch eine... Die können schnüffeln, können die. Oh, gleich zwei Stück. Gleich zwei Stück. Und ich habe nicht abgespeichert. Ah, okay. Akita, okay. Oh, hab nichts erwischt. Also mich hat nichts erwischt. Das ist doch gut. Na, ist doch noch offen hier. Gut. Okay, also ich mache dann auch die Sklavenjäger Bluthunde. Ah, ich kann hier noch mal ein bisschen hier looten. Sind die mir gefährlich nahe? Nein, sind sie noch nicht. Also kann ich weiter looten. Doch, sehen wir uns nachher wieder. Ja, da kommt der nächste auch schon an. Und von der Flanke her gekillt. Also wenn das die Sklavenjäger-Bluthunde sind, wo die Quest noch nicht abgeschlossen ist, weil ich der irrigen Meinung war, also es war nicht ein Irrtum meinerseits, sondern Alain hat ja gesagt, das wird nochmal geregelt. Vielleicht wurden die auch nur falsch gesetzt, ich weiß es nicht. So, ist das jetzt der letzte? Oh. Okay. Kopf ab! Na also. Das sind die, die noch gefehlt haben. Also haben wir die Quest auch schon erledigt. Gucken wir mal. Jawohl, untererfüllte Mission Sklavenjägerhunde. Ich denke, dass ich jetzt alle Sklavenjägerhunde getötet habe, die sich in der Oase von Uga herumgetrieben haben. Schauen wir mal. Ja, wir brauchen noch ein paar Pünktchen. Ja, jetzt gucke ich noch mal weiter, ob es noch weitere Gefahren gibt, außer auf dem Boden liegende Kräuter. Kronstöckel, ja, das ist ja mal das erste Kronstöckelchen gewesen, was ich hier in diesem Bereich gefunden habe. Bevor ich nämlich wieder zurück zu Branko gehe, weil der gibt mir ja, wenn er mitkämpft, gibt es ja für mich keine Experiences Points. Das ist jetzt nicht so toll. Also, ich glaube, wir haben hier nichts dergleichen mehr. Okay, dann geht's zurück zu Branko, damit er uns an diese Schatzstelle führen kann. So, um die richtige Uhrzeit zu generieren, werden wir mal bis zum nächsten Abend schlafen. Benutzen wir Pedros Bett. Den müsste ich auch noch einen Besuch abstatten, wegen der vier Tabaksorten. Und jetzt schauen wir, jetzt ist Branko natürlich auf dem Marktplatz oder beim Marktplatz, da steht er auch schon. Jawohlchen, da machen wir doch noch eine Abspeicherung. Ich meine eine Abspeicherung natürlich. Können wir los? Ja, komm. Quest die Schatzjäger, guck ich mal nach. Was jetzt? Ich habe Branko auf dem Markt pünktlich angetroffen. Er zeigt mir jetzt das Versteck von seinen Kumpels. Hoffentlich ist das... keine Falle.
Böse Falle. Vorsicht, Falle. Hoffentlich ist das keine Falle. Weil er hat ja... Moment. Er hat ja eine Ork-Söldner-Klamotte an. Und ich habe jetzt mal was vor. Und zwar folgendes. Ich lasse ihn erstmal da stehen. Speicher ab vorher. Und wage es, mich mal umzuziehen. Und zwar mit meiner stärksten Rüstung. Ich mach dich fertig. Ach, scheiße. Also klappt das nicht. Schade. Alarm. Warum eigentlich? Ist das ein Assassinenfreund oder was? Los. Ich will einfach wissen, was passiert, wenn ich ihn hier mal... Okay. Umniete? Was hat er denn alles hier? 48, ein bisschen Gold hat er. Nicht so pralle das Ganze. So, sie liegt noch eine Waffe da. Nee. Ah, warte, was? Ah, Branko ist hin! Wieso ist denn der hin? Ach, sorry, ich muss nochmal neu anfangen. Ach, schade eigentlich. Warum habe ich den jetzt getötet? Das ist jetzt dull. Das müsste mir mal einer erklären, warum ich den nicht bewusstlos gehauen habe, sondern dass er gleich verstorben ist. Ich habe ihn ja nur mit einem Schwert, habe ich ihn, was habe ich denn da gehabt? Ne, hier die, sorry, ich guck nochmal eben nach. Ja, El Bastardo, geschärft und vergiftet. Liegt es daran, dass das Schwert vergiftet ist, dass es gleich bei Gegnern zum Tod führt? Das weiß ich noch nicht. Das wäre lieb, wenn ihr das in den Kommentaren schreibt. Also El Bastardo, geschärft und vergiftet. Heißt das, dass alle dann tot gehen? Denn da müsste ich nämlich aufpassen. Ich könnte es natürlich auch wieder neu einladen, ausprobieren mit meinem schwarzen Degen. Wäre mir jetzt aber zu müßig. So, Branko. Mensch, mach hin. Ach, das ist es. Da waren wir doch schon. Also damit er das alles selber unter Kontrolle hat. Ja, dann werde ich mal abspeichern. Böse Falle eventuell, wir wissen es nicht. Und weiter geht's. Schauen wir mal. Guck mal, hier gibt's auch ein Bettchen. Oh, war ja. Die habe ich doch. So, da wären wir. Ja, gut. Und wie geht es jetzt weiter? Rede mit Humphrey. Er wird dir schon sagen, wie es weitergeht. Rame Humphrey. Was machst du dann? In der Zeit? Mhm. Oh, war ja. Humphrey Bogart. Brenton? Verdammt, Branko. Wen hast du denn damit gebracht? Bist du denn jetzt total verrückt geworden? Keine Sorge. Branko ist noch ganz normal. So? Und warum hat er dann so einen Heini wie dich hier mit angeschleppt? Weil er musste. Ich bin nämlich hinter euer kleines Geheimnis gekommen. Au. Ach, so ist das. Tja, dann war es doch sehr klug von ihm, dass er dich zu uns gebracht hat. Also doch eine Falle. Schon mal dein Testament, Schnüffler. Langsam, mein Freund. Ich nehme an, du bist Humphrey. Richtig. Und das dort ist mein Kumpel Brandon. Der versteht genauso wenig Spaß wie ich, klar? Klar. Branko will mir helfen, hinter die geheimen Waffenverkäufe in Ugar zu kommen. Dafür soll ich euch bei der Schatzsuche helfen. Ach, so ist das. Und du willst keinen Anteil vom Schatz haben? Nun, so selbstlos bin ich doch wieder nicht. Wie viel bietest du mir denn freiwillig an? Ich habe das Gefühl, dass du ein ganz cleveres Bürschchen bist. Und mein Gefühl hat mich noch nie betrogen. Ich wäre daher bereit, dir ein Viertel vom Schatz zu überlassen. Bist ja echt großzügig. Warte ab, bis ich ausgesprochen habe. Dann bin ich gespannt, ob du immer noch denkst, ob ich so großzügig bin, Freundchen. Es gibt nämlich ein kleines Problem. Lass mich raten. Ihr kommt nicht an den Schatz dran. So ist es. Die Tür vom Tempel bewegt sich keinen Meter. Ein geheimer Öffner ist auch nicht an dem Ding zu erkennen. Irgendwo muss dieser Hebel oder Schalter sein. Du solltest uns helfen, ihn zu finden. Aha. Wäre verdammt schwierig, okay. Aber wo ist denn der Tempel dann? Wo ist dieser Tempel? Hier in der Oase. Wir werden uns morgen früh auf den Weg dorthin machen. Jetzt wird es dunkel. Da hat das Suchen keinen Sinn.
Wann wollt ihr aufbrechen? So gegen 8 Uhr früh. Kannst dich gerne in Brankos Bett in der vorderen Höhle legen. Er muss jetzt sowieso zurück in die Stadt. Es ist nämlich immer besser, wenn man weiß, was hier in der Gegend los ist. Neulich sind den Assassinen Sklaven abgehauen. Ein paar Sklavenjäger machen mit Hunden Jagd auf sie. Wäre daher blöd, von denen dumme Fragen gestellt zu bekommen. Übrigens, verpenn bloß nicht. Nach Mittag werden wir nicht mehr aufbrechen. Ein halber Tag lohnt sich für die Schatzsuche nicht. Wir werden wahrscheinlich den ganzen Tag suchen müssen, bis wir heraus haben, wie man in das Gebäude kommt. So, den Rest bekommst du zu hören, wenn wir am Tempel sind. Na schön, ich bin dabei. Gut, aber bevor wir uns um den Schatz kümmern können, müssen wir zuvor noch ein anderes Problem lösen. Was? Unterhalb der Höhle haben sich einige Schattenläufer breit gemacht. Bevor die nicht weg sind, werden wir hier nicht sicher sein. Leider aber trauen wir uns nicht zu, mit diesen Bestien fertig zu werden. Daher wollten wir dich fragen, ob du das für uns übernehmen könntest. Ja. Wir wären auch bereit, dir deinen Anteil vom Schatz entsprechend zu erhöhen. Also, was ist? Ich denke mal, dass mir wohl nichts anderes übrig bleibt. Na schön, ich erledige sie für euch. Sehr schön. Am besten kümmerst du dich so bald wie möglich darum. Desto eher können wir den Schatz heben. This sounds like a really good deal. Habt ihr noch was zu sagen? Die Schattenläufer sind erledigt. Ach, die hatte ich schon erledigt. Na, interessant. Aber trotzdem will ich noch mal kurz abspeichern. Um zu gucken, was uns das Logbuch gesagt hat. Schatzjäger, Humphrey ist bereit, mir den Schatz zu teilen. Scheinbar sind die Schatzsucher nicht in der Lage, den geheimen Zugang zum Tempel zu finden. Ich soll ihnen daher bei der Suche helfen. Beim Erfolg bekomme ich ein Viertel des Schatzes. Morgen früh um 8, muss ich mir noch mal merken, wollen Humphrey und Brenton aufbrechen. Ich sollte spätestens bis Mittag bereit sein, ihnen zu folgen. So, dann gab es noch Gefahr durch Schattenläufer. Das können wir erledigen, indem wir Humphrey sagen. Die Schattenläufer sind erledigt. Wahnsinn! Du hast sie tatsächlich geschafft? Ja, habe ich. Können wir jetzt wieder über den Schatz reden? Klar doch. Was willst du wissen? Wir? Habt ihr von dem Geld erfahren? In letzter Zeit häufen sich so ein bisschen die Fehler. Wie habt ihr von dem Gold erfahren? Ein ehemaliger Feuermagier hatte uns eine alte Karte verkauft, die von dem Schatz berichtet hat. Ein ehemaliger Feuermagier? Kaum zu glauben. War aber so. Der Typ war total heruntergekommen und war froh, ein bisschen Geld in die Hände zu bekommen. Tja, seitdem die Feuermagier ihre Runenmagie verloren haben, ist nicht mehr viel mit denen los. Jetzt müssen wir nur noch in den Tempel und den Schatz holen. Okay. Gehen wir zum Tempel? Nein, ich sagte dir doch, dass wir um 8 Uhr aufbrechen müssen. Spätestens um 12 lohnt es sich nicht mehr. Sei verdammt nochmal pünktlich, klar? Okay. Also, haben wir die Truhe eigentlich ausgemerzt? Das weiß ich nicht, weil ich war ja schon mal mit denen hier. Brenton, sagst du mal auch was? Ich hab da mal eine Frage. Ehrlich? Lass mich in Ruhe. Wenn du was wissen willst, musst du mit Humphrey reden. Er ist der Boss. Gut. Schön. So. In der Vorhöhle ist Brankos Bett. Okay, hier gibt es leider auch keine Geschichte. Also die drüber steht, dass es ein Bett ist. Muss auch nicht, finde ich. Also bis zum nächsten Morgenschlag. Das ist ja immer 8 Uhr. Gucken wir nochmal. Ist es 8 Uhr? Es ist 8 Uhr 1. Perfekt. Oh yeah. So, jetzt nochmal Humphrey ansprechen. Ich dachte, die sind hier weg. So, Humphrey, wir können los. Gehen wir zum Tempel? Ja, wir brechen sofort auf. Er läuft schon los hier. Brenton ist schneller. Nee, ich bin schneller. Batchy. So. Okay. Dann weist mir mal den Weg. Okay. Immer schön folgen. Wo könnte der... ich glaube, ich weiß, welcher Tempel das ist. Da war ich doch, glaube ich, schon zweimal. Ich glaube, das waren da, wo die beiden Sklaven noch standen, da in der Nähe. Wenn ich mich nicht irre und täusche. Warte mal, das gucke ich mal eben auf der Karte an. So, das war das Teil von Ashtot. Da haben wir jetzt mittlerweile... Nee, nicht die Sprüche. Die Karten bitte sehr. 3. Dann gucken wir mal nach. Nee, das ist es auch nicht. Hoffentlich warten die auf mich.
So, der Tempel ist, alter Tempel ist da links oben. Ah, wir werden direkt davor. Nee, die haben nicht auf mich gewartet. Wir laufen direkt drauf zu. Okay. Jedenfalls wissen wir, wo wir hin müssen. Wir laufen nämlich direkt drauf zu, auf den Tempel. Ach du Scheiße, hier gibt's noch Feuerkraut. Du sollst dich nicht ablenken lassen. Doch, ich lenke mich ab, weil ich weiß doch, wo ich hin muss. Und ich glaube auch nicht, dass wenn ich mich verspäte oder ein bisschen später dran bin, gibt's hier noch was? Nö. Dass die dann abgehauen sind. Die werden garantiert jetzt da. So, was müsste hier in der Ecke sein? In der Ecke sein, ja, sorry. Oh, 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 oh. Habe ich mit denen noch was am Hut? Da speichere ich mal ab. Mal gucken, ob ich die einfach so passieren kann. Enrico, Enrico? Nö, gibt's nix. Okay. Ja, dann. Auf zum Tempel. Da hinten. Da ist denn der Tempel. Was das hier bedeuten soll? Wo kann ich da eigentlich reingucken? Was gäbe es da? Das ist ja ulkig. Moment. Hier war nämlich auch noch so ein Ding. Womit denn? Ja, okay. Da fehlt der Gegenstand. Sag mal Gegenstand. Der Gegenstand heißt das ja richtig. Ja, hoffentlich stehen die jetzt da. Ja, stehen vor der Tür. Klopf, 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 macht keiner auf. Wir sind die Staubsaugervertreter Humphrey und Brandon. Hey. So, wir sind da. Wie soll ich euch jetzt helfen? Während Brandon und ich uns nochmal den Eingang unter die Lupe nehmen, schaust du dich am besten in der Umgebung um. Irgendwo muss es ja einen Hebel oder Schalter geben, der den Zugang öffnet. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich noch einen anderen Zugang geben. Wie sollen denn die Erbauer sonst herein und wieder herausgekommen sein, hä? Aber vielleicht hat ja dieses komische Ding was mit dem Tempel zu tun. Was ist das? Keine Ahnung. Wir hatten erst vermutet, dass dies der Schlüssel wäre, um den Eingang zu öffnen. War er aber nicht. Trotzdem, das Ding sieht irgendwie wichtig aus. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Bist doch ein schlaues Kerlchen. Na schön, Humphrey. Her mit dem Ding. Her mit dem Ding, herrlich. Ich glaube, ich war da so wieder ein bisschen voraussehend, weil ich ja gerade eben an dem Teil war. Es geht los. Humphrey und Brandon führen mich zum Tempel. Humphrey und Brandon wollen am Eingang des Tempels bleiben, während ich mal in der Umgebung nachforschen soll, wo irgendwo muss es einen Schalter, Hebel oder einen anderen Zugang geben. Das war ja bestimmt der, an dem ich war. Jetzt habe ich aber im Inventar garantiert irgendein Artefakt, womit ich das öffnen kann. Ich gucke mal eben im Off. Da ist er. Ornament Brunnen Ugar. Richtig, das ist doch gut. Was stand da hier? Also seltsamer Ornamentring. Das wird Ornamentring, hieß es. Also, das wird garantiert und das Ding zur Säule da hinten sein. Und wir wissen, was schon uns da hinten erwartet. Anhand der Geräusche macht das nämlich... Ne? Also entweder Mumien oder irgendwelche Untoten. Na supi. So, wo war nochmal das Ornament? Das war hier. Oh, Schalter. Zu weit entfernt. So, jetzt geht da hinten bestimmt... Aha, wir haben einen Sound gehört. Jetzt ist da hinten die Tür offen. Das ist doch klasse. Hoffentlich sind die nicht schon rein. Hallo, nicht reingehen. Das ist gefährlich. Okay. Nee. Hä? Nein, Brunnen. Das heißt... Ah, Brunnen, Ornamentring, Brunnen. Oh, ja, ich wieder, ne? Nee, ich weiß. Junge, du bist doch gerade an dem Brunnen. Hast gefragt, wo es runtergeht? Das ist einfach nur ein Geheimgang. Mehr ist das nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier, zack. Und jetzt ist das. Das Gitter ist nicht weg. Moment, vielleicht muss ich nicht rüberspringen. Okay, komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss ganz fix sein. Nochmal versuchen. Den Schalter. Genau, richtig. Dann, nee,
Ornament bringt Brunnen, bringt hier nichts. What nu? Speichern. Versuchen wir mal die Zweier-Trick-Methode. Also, das bei einem. Ich habe ja jetzt. Ne? Okay, jetzt haben wir den Sound gehört. Jawohl, das ist es. Also, wir hatten ja schon mal die Situation. Du sollst da reingehen. Wir hatten ja schon mal die Situation, dass ich. Okay, dann machen wir es anders. Naja, das war. Ein bisschen zu nah dran. So, und rein damit. Ui! So, einfach reingehechtet und jetzt kann ich unter Wasser nicht gucken, weil ich habe, glaube ich, die Vermutung, dass das Brunnengitter oben wieder zu ist. Na herrlich. Okay, speichern wir mal. Schauen wir mal, was hier so alles kreucht, fleucht. Da wird bestimmt irgendwas sein. Ach, bin ich wieder ein bisschen zu. Naja, der Gang ist ja eng genug und da fallen ja irgendwelche Seitengeschichten auf. So, pass auf, hier, Schalterchen. Und da kommt auch gleich schon was. Und ich habe schon was gehört. Und was kommt denn da? Und ich glaube, ich habe wieder... Ja doch, ich kann rennen. Ach du liebes Düsschen, gleich hier mit Pfeil und Bögel hier. Mann, oh Mann, Mann. Okay, andere Taktik. Kann ich die einfrieren, die Skelette? Die kann ich einfrieren. Das ist ja lustig. Antimaterie lässt sich einfrieren. Also Skelette, die aus Kalk bestehen und so, lassen sich einfrieren. Das ist... so viel zur Physik. So viel zur Physik, Leute. Okay, aufgetaut. Und dann werden wir uns mal wieder frisch machen. Mit der mittleren Wundheilung. Okay. Und speichern. Dann schauen wir mal ganz vorsichtig weiter. Aha, da gibt es wieder so einen Schalter. In dieser Tür. Da braucht man wahrscheinlich wieder einen Schlüssel für. Aha. Aha. Den Schlüssel habe ich wohl. Okay. Ach so, ein zeitbedingtes Schloss. Ach du liebes Lieschen. Ach so, das ist immer zweimal drücken. Das muss man sich nur merken. So. Oh, starker Skelettkämpfer. Oh, die hat mich aber ganz schön genutzt. Oh, da ist ja noch einer. Oder nur im Nebenraum? Oh. Nee, okay. Sorry. Ach ja. Dramatische Musik. Und hier haben wir eine Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da brauchen wir Schlüssel für. Okay, dürfte die Tür wieder aufgegangen sein. Perfekt. Oh, nee! Da haben sich da auch noch gleich zwei gelootet. Shit. Mal gucken. Kann ich denn... den starken Skelettkämpfer eventuell. Oh, das war wieder knapp, Leute. Okay, der steht da hinten noch. Da haben wir Glück gehabt. okay, mittlere Wundheilung habe ich nicht mehr. Mache ich es anders. Indem ich mal ein paar Getränke genommen habe. Jetzt gucken wir mal, da hinten ist doch wer, ne? Ja, eine Mumie. Gut, okay. Ich denke mal, dass ich die so erledigen kann. Wo willst du denn hin? Bleib doch hier. Lass dir doch mal auf den Verband klopfen. Ist natürlich... Oh, seit wann denn das? Giftdrüse. Ach so, eine Giftmumie. Ach so, deswegen habe ich ein bisschen Energie verloren. Okay, der Raum ist gereinigt. Jetzt geht's hier nochmal ab. Oh, weia. Und die Musik. Und da hinten ist auch noch ein Räumchen. Oh, ha. Gucken wir mal, ob wir das Ding hier öffnen können.
war denn jetzt passiert? Also jetzt ist was ganz komisch gelaufen. Während ich Spiel lade machen und ich nehme den letzten Speicherstand, das war der hier, 12.49 Uhr. Ihr seht hier im Foto, dass ich da noch nichts gemacht habe. Und ich lade ein. Dann liege ich da als Toten. Und ich habe kein Quicksave und nichts gemacht. Also das finde ich jetzt ein bisschen sonderlich. Zum allerersten Mal ist mir das jetzt passiert. Mal gucken, vielleicht ist das auch nur ein Fehler. Ich lade jetzt das dritte Mal ein. Und ansonsten muss ich nochmal einen Spielspeicherstand davor nehmen. Also das ist echt merkwürzig. Ja, da liege ich wieder rum. Gut, okay, dann versuche ich mal den Speicherstand davor zu nehmen. Ein Glück, hat geklappt. Ich musste noch die Mumie eben erledigen. Und jetzt bin ich also sozusagen hier. Jetzt gucke ich doch mal, was eventuell hier versteckt war, was mich so plötzlich hat umfallen lassen. Wohin? Also das werde ich jetzt nicht versuchen. So. Hätte ja sein können, dass irgendwelche Dornen aus dem Boden kämen oder sowas. Okidoki, jetzt drücke ich dich mal. Okay, hier komme ich rein. Super. So, eben abgespeichert ist das Ding wieder zugegangen. So, ja, immer zweimal. So, mal gucken, was hier uns erwartet. Hier auch so eine Mumie. Ja, nee. Starker Skelettkämpfer. Um die Ecke, die Sau. Um die Ecke. Ach, schade. Auf ein neues, aber mit einer besseren Rüstung. Dann gehen wir gleich um die Ecke. Greifen ihn direkt an. Damit er kaum reagieren kann. So ist er gut. Jawohl, klappt doch. Ohne was abzubekommen. Außer ein Knochen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, jetzt passt auf. Jetzt gibt es hier noch einen, der ist gezackt. Hier ist einer, das ist ein Schalter. Wofür? Jetzt hat sich irgendwas woanders geöffnet, aber nicht da. Oh, ha. Leute. Ist das jetzt hier irgendwie ein Rätsel? Ah ja. Aha. Ah, das hätte ich ausprobieren sollen. Also wenn ich hier drauf gedrückt habe, habt ihr ja gesehen, da gab es also sozusagen den gleich sofortigen toten Umfall. Jetzt mal gucken, wo denn hier sich was befindet. Ach, da. Oh, das sind gleich zwei starke Skelettkämpfer. Die kriege ich auch erstmal so nicht hin. Okay. Ich versuche Folgendes. Ich versuche mit der Eiswelle. Wo sind sie? Okay, hat geklappt. Wunderbar. Und da ist auch noch ein starker Skelettkämpfer. Super. Fertig. Hoho, ich habe mich auch ganz schön zugerichtet. Nicht zu holen. Okay, hier gibt's was zu holen. Okay, machen wir uns wieder mal ein bisschen frisch. Und während ich mich hier so frisch mache, sehe ich ja gerade, dass ich noch im Inventar Elixier des Geistes habe. Und was war da noch? Trank der Geschwindigkeit, Elixier der Geschicklichkeit. Wunderbar, klasse. Ja, ich würde mal sagen, hier hinter verbirgt sich noch was. Was ist denn das für ein lustige? The Three Stooges. Hat sowas Ägyptisches. Liebe Leute, ich mach mal Folgendes. Bis zur nächsten Folge verabschiede ich mich hier an dieser Stelle und dann gucken wir mal, was sich hinter dieser Tür versteckt. Also, vielen Dank für eure hoffentlich geschriebenen Kommentare bis dahin und einen Daumen. Also macht's gut. Ciao.